Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian. Es ist wieder Mittwoch, das heißt, es ist natürlich Marvel-Tag, obwohl dieser heutige Mittwoch ist ja bei Disney Plus ein regelrechter Serientag. Star Wars Visions fängt an, Why the Last Man, eine Serie, die auf einem Comic basiert, den ich sehr, sehr gerne mag, fängt auch an. Und wir haben eben auch noch What If Folge 7, über die will ich jetzt mal sprechen. Über die Star Wars Visions Serie werde ich noch in einem separaten Video reden. Keine Sorge, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Deswegen jetzt natürlich erstmal wie immer nur Marvel. Jetzt sind wir bei What If mittlerweile schon bei Folge 7 angekommen. Es folgen nur noch 2 weitere Episoden. Dann ist auch schon diese erste Staffel von What If vorbei. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, auf was wir uns dahin bewegen. Darauf gehe ich jetzt aber ein. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Not me, I get it. Folge 7 ist eine Episode, in der es darum geht, was wäre, wenn Thor niemals Loki als seinen Bruder gehabt hätte? Was wäre, wenn damals Odin dieses kleine Eisriesenbaby wieder an seinen Vater zurückgegeben hätte? Dann hätte Thor nie durch den Einfluss von Loki der Mann werden können, den wir im MCU kennengelernt haben, sondern er wird jetzt hier ein Partygott, der auf die Erde kommt und hier einfach überall den Partyvirus loslöst und mit allen möglichen Bekannten Gesichtern aus dem MCU Partys feiert. Das Ganze entwickelt sich dann zu einer reinen Easter Egg Show, bei der ich jetzt aber nicht auf jedes einzelne Easter Egg eingehen will. Aber wir sehen halt wirklich alle. Wir sehen die ganzen Guardians. Wir sehen Howard the Duck, der hier sogar in einer Las Vegas Hochzeit Darcy aus Thor 1 heiratet. Wir haben Scourge mit dabei. Wir haben Surtur dabei, der ja eigentlich Ragnarök eingeleitet hat in Thor 3. Hier flirtet er ein bisschen mit der Lady Liberty, also der Freiheitsstatue. Diese Party-Episode liefert wahnsinnig viele Easter Eggs für alle möglichen Charaktere. Maria Hill taucht auf, Captain Marvel taucht auf und. Ich muss ganz ehrlich gestehen, war jetzt nicht so meins. Ich fand, der Humor war extrem kindisch. Es war wirklich teilweise extrem albern auch einfach. Für mich war diese What-If-Episode auch nicht so wirklich das, was ich mir so aus all dem erhofft hatte. Aber es gibt ja noch das Ende dieser Episode und über das will ich hier tatsächlich sehr viel mehr sprechen. Und Thor, der dann alles wieder ordentlich gemacht hat, weil Mama ja auf einmal auftaucht und sagt, du, was hast du hier Böses angestellt? Thor verabschiedet sich in der Wüste noch einmal von Jane Foster und auf einmal öffnet sich hinter ihm ein Portal. Und aus diesem Portal tauchen ganz viele dieser Ultron-Roboter auf und in ihrer Mitte ist ein ganz besonderer Ultron, nämlich einer, der alle 6 Infinity-Steine auf seiner Rüstung hat. Am Ende fährt sein Visier hoch und wir sehen ein Gesicht, das uns ganz klar an Vision erinnert, besonders weil er hier eben auch den Mindstone auf der Stirn trägt. Hier haben wir es dann also mit diesem Vision-Ultron-Ritter zu tun, den wir schon auf dem Poster der What-If-Serie gesehen haben. Jetzt haben wir ihn endlich in voller Größe und das ist tatsächlich ziemlich spannend, weil hier einfach mal direkt diese Ultron-Story in ein weiteres What-If-Szenario gepackt wird, das sich eigentlich hier schon mehr oder weniger selbst erklärt und wir hier nicht noch zusätzlich eine Story brauchen, warum es zu diesem Ultron kam. Wir erinnern uns kurz an Age of Ultron, den zweiten Avengers-Film. Da wollte Ultron sich ja einen neuen Körper bauen, der ja dann später zu Vision wird. Und dass Ultron sich mit diesem Vision-Körper vereint, wurde ja von den Avengers verhindert. Durch die Hilfe von Thor entstand ja dann aus diesem Körper tatsächlich Vision, der die Avengers darin unterstützte, Ultron zu bekämpfen. Offensichtlich gab es in der Dimension, in der Realität, aus der dieser Ultron kommt, nicht dieses Szenario von Age of Ultron. Hier haben also die Avengers kein Glück gehabt, konnten nicht verhindern, dass Ultron sich mit diesem neuen Körper vereint und dann durch den Mindstone einfach noch sehr viel mächtiger wird. Und mit diesem Mindstone wird er natürlich auch die Möglichkeit gehabt haben zu erfahren, okay, wo einer dieser Steine ist, gibt es noch 5 weitere dieser Steine und hat sich denn offensichtlich irgendwo auf den Weg gemacht, diese Steine alle zu sammeln, um zum mächtigsten Ultron überhaupt zu werden. Und interessant ist hier, dass der ja jetzt durch die Möglichkeiten, die er durch die ganzen Infinity-Steine hat, durch die Realitäten reisen kann. Und dass das funktioniert, haben wir ja durch Thanos gelernt, das haben wir auch durch den Red Skull gelernt. Die Möglichkeiten sind für diesen Ultron jetzt also unendlich und möglicherweise reist er jetzt einfach von Dimension zu Dimension, um diese zu unterjochen. Und dabei könnte man dann hier auch eine sehr, sehr spannende Comic-Storyline aufgreifen, die ebenfalls Age of Ultron heißt. In der wird Ultron nämlich so mächtig, dass er die komplette Welt
übernimmt und fast alle Superhelden tötet. Und das ist jetzt ein Szenario, was wir hier möglicherweise in What If weiter aufbauen. Und ihr kennt mich ja, ich suche bei all diesen What If-Folgen immer nach dem großen Ganzen, denn wir dürfen nach wie vor nicht vergessen, dass alles ist irgendwo Kanon. Natürlich ist die Serie an sich jetzt einfach nur ein schönes Beispiel dafür, was Loki in seiner Serie ausgelöst hat, nämlich dieses Multiverse. Und jede einzelne Episode von What If bringt uns ja ein bisschen näher, was dieses Konzept des Multiverse wirklich bedeuten kann. Aber wir haben jetzt eben mit diesem Ultron, mit diesem neuen Ultron, eine erste Figur, die wirklich offensichtlich durch die verschiedenen Dimensionen reist, die ja offensichtlich auch den Watcher total überrumpelt hat. Wait, what? Denn der war selbst ein wenig perplex, als diese Ultron-Armee da auf einmal in der Wüste auftauchte. Das könnte tatsächlich noch für das große Ganze sehr viel wichtiger werden. Und wir dürfen diesen Mid-Season-Sneak-Peek-Trailer nicht vergessen. Da sehen wir auch Black Widow im Kampf gegen die Ultron-Armee. Wir haben auch schon im ersten Trailer zur Serie Thor im Kampf gegen Ultron gesehen. Also das wird hier alles noch sehr viel größer aufgebaut. Gleichzeitig ist ja immer noch dieser Money-Shot aus den Trailern zu sehen, wo wir die Avengers-Gruppe haben, nur komplett neu formiert. Also auch das wird hier irgendwo noch Thema werden, weil dieser Ultron halt möglicherweise durch verschiedene Dimensionen gereist ist, um diese zu erobern. Das könnte dann wiederum auch den Doctor Strange, diesen alternativen Doctor Strange, auf den Plan rufen. Entweder hat er es selbst geschafft, aus seiner eigenen kleinen zerstörten Dimension auszubrechen, oder er hat es irgendwie hingekriegt, sich über Ultron aus seiner Misere zu befreien. Auf jeden Fall sehen wir unseren alternativen Doctor Strange ja im Mid-Season Sneak Peek Trailer auch noch mit Thor zusammen. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall noch zu einem großen Event kommen, wo das alles eine wichtige und große Rolle spielt. Gleichzeitig, was wir auch nicht vergessen dürfen, was noch extrem spannend wird, wir haben immer noch diesen Zombie-Thanos, der nur noch einen Stein für sein Infinity-Gauntlet braucht. Und in der Zombie-Folge sind es ja Scott Lang, Peter und T'Challa, die mit dem Mindstone gerade nach Wakanda fliegen, wo dann aber wiederum auch der Zombie-Thanos auf sie wartet. Möglicherweise könnte dieser Zombie-Thanos auch den Mindstone bekommen und wir könnten den Riesen-Clash der Titanen bekommen, wenn unser verrückter, jetzt untoter Titan auf den Ultron mit den ganzen Infinity-Steinen trifft. Hier könnte man tatsächlich noch wirklich richtig, richtig verrückt werden, was das Finale von What If Staffel 1 angeht. Das könnte hier nochmal wirklich alles explodieren lassen, was wir im Multiverse bislang zu sehen bekommen haben. Und ich bleibe nach wie vor dabei, dass diese alternative Version von Doctor Strange da auch immer noch im Mittelpunkt stehen wird und dass der möglicherweise auch immer noch Auswirkungen haben wird auf jetzt Spider-Man 3 No Way Home oder dann spätestens aber auf Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Und dieses Multiverse of Madness könnte man halt echt fantastisch gut aufbauen, wenn wir in zwei unterschiedlichen Universen zwei Wesen haben, die alle Infinity-Steine in sich vereint tragen. Da hätten wir halt eben Ultron und diesen Zombie-Thanos und das könnte wahnsinnig, wahnsinnig verrückt werden. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dieser Krieg in Wakanda wartet auch noch auf uns. Vergessen dürfen wir auch nicht Ego, der ja im Mid-Season Sneak Peek Trailer seine Kräfte auf Peter übertragen hat, der ja in diesem What-If-Szenario in diesem Diner gearbeitet hat. Also hier erwartet uns noch was sehr viel Großes. Und auch wenn ich diese Episode mit Thor als Partygott nicht wirklich mochte, ist dieses ganze Ende dieser Episode doch ein starker Wegweiser darauf hin, dass uns hier möglicherweise noch wirklich was Großes, Großes erwartet. Vielleicht ist es auch Doctor Strange, der am Ende wirklich diese ganzen unterschiedlichen Avengers aus unterschiedlichen Dimensionen vereint, weil er ganz genau mitkriegt, okay, wenn dieser Ultron sich nicht nur in einem Universum ausbreitet, sondern in ganz vielen verschiedenen, bedeutet das wirklich ein absolutes Chaos. Und das könnte dann auch bedeuten, dass dieser Watcher wirklich mal eingreifen muss, weil ein Ultron, der sich unaufhörlich verbreitet wie ein Virus, der könnte dann irgendwann auch die Existenz des Watchers in Gefahr bringen und deswegen könnte der hier dann am Ende auch die Ausnahme machen und sagen, okay, jetzt muss ich mich doch hier zeigen, jetzt muss ich hier doch eingreifen, um dieses ganze Multiverse nicht komplett ins Chaos versinken zu lassen. Aber wie gesagt, das sind halt so meine Hoffnungen auf das große Finale. Es erwarten uns noch zwei Episoden, da kann noch wahnsinnig viel passieren, gerade wenn wir jetzt diese ganzen Schachfiguren hier aufgestellt haben. Dieser Ultron mit den Infinity-Steinen könnte jetzt also sich wirklich noch zum großen Big Bad entwickeln, gegen den dann alle verschiedenen Helden aus
aus unterschiedlichen Universen kämpfen müssen. Das wäre dann doch zumindest mal ein schönes und glorreiches Staffelfinale. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie hat euch die Episode mit Thor als Partygott gefallen? Wie hat euch das Ende gefallen? Was sind so eure Theorien, was es mit diesem Ultron noch auf sich haben könnte? Und was sind eure Vermutungen, wie wird es in den nächsten beiden Episoden noch weitergehen? Schreibt mir all das in die Kommentare. Für mehr zu den restlichen What-If-Episoden schaut einfach mal in diese Playlist.